Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, bei euch ist heute Mittwoch, bei mir Montag. Ich nehme das quasi an dem Tag auf. Die haben sich echt ein paar Zombies durchgehauen letzte Nacht. Ich nehme das an dem Tag auf, wo die Nachthorden-Folge rauskam. Und ich habe mir mal die Kommentare durchgelesen. Ich habe mich auf alle Fälle riesig gefreut, dass euch das auch so gut gefallen hat. Wie ihr seht, habe ich hier ein paar Kartoffeln und ein bisschen Kaffee. Das ist... ist ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte anzubauen. Und das hat ja irgendwie nie so richtig geklappt. Jetzt versuchen wir das nochmal an anderer Stelle, nämlich ungefähr da, wo man Mais gewachsen ist. Und dann müssen wir uns unbedingt darum kümmern. Ich frage mich, wie ich diesen Block ausbessern kann. Ich höre doch hier irgendwas wieder. Irgendwas höre ich doch hier. So, ich habe, wie ihr seht, es ist ein Tag weiter. Ich habe die Nacht genutzt und ich habe hier mal ein bisschen Golden Rod reingeknallt und Mais so lose in die Landschaft gesetzt. Der kann aber noch nicht gewachsen sein und ihr seht, irgendwie ist irgendwie ganz schlecht zu arbeiten gewesen mit der Hoe. Ach so, richtig. Ich sollte ja versuchen, an der Straße, weil es da schön gerade ist, das sollte ich ja mal anbauen. Genau, das machen wir jetzt auch mal. An der Straße ist es schön, schön flach. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee gewesen. Und ich habe die letzte Nacht im Berg abgebaut, weil nach der Nachthorden-Folge würde ich sagen, möchte ich meinen Turm noch ein bisschen absichern. Könnte man zwar sagen, lohnt doch nicht mehr, die Alpha 11 kommt doch jetzt. Ja, wo ist sie denn? Ich habe heute nochmal im Forum geschaut und ich habe von den Entwicklern selber nichts gelesen, aber von einem Moderator dort. Und der hatte geschrieben, eventuell so um den 15. frühestens. So, also auch nicht im Stein gemeißelt. Das heißt, es sind noch 2 Wochen hin. Das sind noch, sag mal, 8 Folgen bis dahin. Gut, in 8 Folgen kriegen wir normalerweise ja nur so 3, 3,5 Tage rum. Aber es gibt ja hier bestimmt noch mehr zu craften für mich. Und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht crafte ich dann nachts. Mauer bauen dauert auch. Ne? Also... Mist, ich könnte eigentlich schon mal anfangen. Rebar Frame. Gut. So, Mauer bauen dauert auch. Das ist schwierig hier. Okay, dann machen wir das doch mal so. Das ist schwierig. Das wird nicht so richtig... gerade, ne? Weil die Straße nicht gerade entlang läuft, ne? Das ist es wohl, oder? Dann versuchen wir das mal so. Auf jeden... Ja, müssen wir so machen. Gut, okay. Dann haben wir das ja. Dann nehmen wir das hier noch weg. Oh Mann, die geht aber schnell kaputt. Die Hoe geht ja richtig schnell kaputt, wenn ich mit der das Gras zertrümmere. Puh, da muss ich aber aufpassen, Mensch. Mir ist nämlich schon eine kaputt gegangen bei dem anderen Beet da oben. Und gut, ich hatte ja genug Eisen. Naja, so viel Eisen hatte ich auch nicht mehr. 17 insgesamt. Aber wie gesagt, ich habe... können wir gleich mal gucken. Ich habe... ups. Nee. Hallo. So. Ich habe da einiges in den Schmieden hinten drin. Und Bullet Casings habe ich nochmal eingeschmolzen. Und eigentlich müsste ich meine Heatmap jetzt auch mal richtig hochgetrieben haben hier bei meinem Haus. Bin mal gespannt, wann hier die ersten Spider-Zombies auftauchen. Ups. Schwierig. Nachbessern einmal.
Hey, was machst du denn da? Das sieht schwierig aus, was du da machst. Hallo? Okay. So, und jetzt aber hier nochmal in schön, ne? Bitte, oder? So, den noch einmal nachbessern. Genau, okay. So, Kartoffeln, ey, ich hoffe, hier wächst endlich was. Weil ich brauche wirklich Kartoffeln. Mais habe ich jetzt ein bisschen. Habe auch, wie gesagt, ein bisschen was wieder angepflanzt. Mais wächst ja auch nicht so wahnsinnig schnell. Na, das wird wohl nicht funktionieren da. Na komm, machen wir das so. Rückwärts ist irgendwie angenehmer. Ich finde das schwierig, dass man diesen Block nur so selten sieht, auf den man setzt. Oh, das waren sie schon. Na gut, dann machen wir hier gleich mal weiter mit Kaffee. So, die werde ich auch alle opfern. Ja, und dann mal gucken, was da so wächst und ob da was wächst. Plan B. Okay, da hinten sind Spider-Zombies. Ich glaube, die waren die ganze Nacht da. Da hat die ganze Nacht etwas durchweg geschrien. Und aber wo sind sie denn? Aber wo ist er denn? Ach, das passt mir jetzt aber auch nicht so richtig. Ach komm, dann machen wir das so. Ja, das sind Heatmap-Spiders, glauben, obwohl den der zweite nicht. Boah, ihr wollt mich veralbern, ne? Wo ist denn der dritte? Jo, jetzt kommt doch eine Horde. Dann hole ich mir mal eben Shotgun-Munition. Ich habe meine Kisten noch mal ein bisschen aufgeräumt. Und ja, die liegt da jetzt im Keller. Wo sie hingehört. Mehr oder weniger, wenn man sie nicht gerade dringend braucht. Dann gehört sie da natürlich nicht hin. So, wir haben gar nicht vor, lange unten zu bleiben. Und zwar liegt die jetzt da drin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, Tür zu. So, dann können wir ja in der Zeit nochmal hier unten mal gucken, ob ich den reparieren kann. Scheiße. Ach, egal. Okay, brauche noch ein paar mehr. Eigentlich wollte ich versuchen. Nee. Oh, ich habe auch kein Holz mehr. Mädchen, was ist los? Hm? Well, du lernst es nicht, ne? Ah, ich lerne es nicht. Was ist das denn ein Loch hier hinter mir? So, okay, dann kümmern wir uns da mal eben drum. Das kostet alles Zeit, die wir eigentlich haben. So. Nervkröten, diese. Oh, das ist immer gut. Spikes, Woodlock Spike. Stellen wir mal 16 her. Das kann ja nie schaden, welche zu haben. Wo ist die Horde jetzt hin? Ich weiß gar nicht, das sind so.
Okay, da hinten sind sie alle. Okay, die hätten sich jetzt gar nichts weiter aus mir gemacht, sehe ich das so richtig, wenn ich jetzt nicht drüber gelaufen wäre. Das sieht so aus, ne? Wenn ich nichts gemacht hätte, wären die auch gar nicht zu mir gekommen. Und laden wir einmal nach. Egal, räumen wir die mal eben schnell weg hier. Warum sind das so viele? Das ist ja unheimlich. Das sind wirklich sehr viele gerade, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Da kommt mir das Mädel zuerst, die Schnelle da. Den da. Wieder. Okay, gucken wir, ob wir die looten können. Du hast nichts. Na, tanz mir doch was, Cheerleaderin. Du haust mir nicht das Bein kaputt. Es klang eben so, als wäre noch was hinter mir. Boah! Aber ich mich hätte auch nicht getäuscht. Da war ja noch einer. Zwei. So. Läuft. Die nehmen auch kein Ende da, die Jungs, ne? Was hab ich denn da jetzt aufgenommen? Stein oder? Ach komm. Mach mal schneller. Es sind wieder so viele Schwestern hier, ne? Oh, blödes Etwas. Das hat jetzt ja nicht Not getan, ne? Ups. Gibt's doch nicht. So, danke. So, jetzt lass mir doch hier mal weitermachen, Mensch. Oh, Multibread, genau. Habe ich ja auch lange kein Spare von gesehen, ne? Die haben wir. Na, ja, können wir mitnehmen. Und sowas brauchen wir dann alles nicht hier. Die Nägel brauchen wir auch nicht. Die Taschenlampe brauchen wir nicht. Auf die Dose kann ich auch verzichten. Das kann weg. Mal gucken, was du so hast. Ach ja, warum nicht? So, dann erstmal was essen. Dann haben wir hier, okay, 225 Zement. Nochmal 75 Blei und nochmal 100. Boah, okay, alles klar. 122 Iron Bars, Iron Ore, ach du Schande. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die lasse ich einfach an vorbeiziehen. Weil ich möchte irgendwas bauen. Das ist das Ding. Was sagt überhaupt hier mein... Ja. 1730. Geht doch. Nee, komm, die lassen wir da an vorbeiziehen. Da habe ich auch gerade... nicht so viel Bock zu. Ja, guck mal, die sind doch schon außer Reichweite. Gut, dann packen wir mal unsere Kiste. So, Zement. Oh, den Hammer können wir... Nee, den Hammer brauchen wir. Wir brauchen... das Blei kann weg.
wir da rein, die packen wir da rein, den, die kommen da rein. Honig kommt hier hin. Hm. Stoff war da. Das war da. Die nehmen wir mit. Hm. Die Schaufel brauche ich gerade erstmal nicht. Ja, ich weiß, ich habe hier Sachen reingekeilt, ne? Seht ihr. Das bringe ich noch in Ordnung. So, dann haben wir hier das LED. Hätte ich nicht 122 Iron eben noch? Ach, der nimmt immer nur stackweise raus, ne? Na gut, das ist ja, kann uns hier aber egal sein. Wandeln wir mal die Hälfte schon mal um. Den nehmen wir mit. Holz wollte ich mitnehmen. Moment, dann machen wir es erstmal so. So, hier kommen Sachen rein, um... Ah ne, da kommen die Sachen für Explosives rein. Da kann das ganze Gras mit zu. Genau. Kommt hier das Gunpowder rein. Dann haben wir hier 1000 Bullet Casings. Da möchte ich auch noch was mitmachen. Sniper Munition würde ich mir nämlich gerne herstellen. So, das Potassium kann da erstmal zu, die Kohle kann da auch rein. Dann machen wir damit weiter. Man muss auch auf Craft. Ich höre da schon wieder irgendwas. Nein, ich höre schon wieder einen Spider. Oder was höre ich da? Ich sollte erstmal ein Antibiotikum nehmen. So. Ey, man kommt hier zu nichts, ne? Oder? Man kommt zu nichts. Ey, ich lasse die da hinten jetzt einfach mal schreien. Das soll mir auch egal sein. So. Dann packen wir hier noch welche vor. 1, 2, 3. So, okay. Das sollte doch gehen. Jetzt können wir die doch aufwerten. Die haben sich da ziemlich weit durchgehauen, ne? Mal gucken, ob ich die hier noch, ob ich hier nochmal welche übereinander packe. Das können wir eigentlich machen, ne? Oder? Da oben drauf noch welche. Aua! Ah! Mensch. Wenn ich nicht durch eine Nachthorde sterbe, dann aber eventuell an sowas hier. Hier, das will ich zum Beispiel auch nochmal weghauen. Ich möchte den gesamten Eingangsbereich anders machen. Da habe ich einen richtig geilen Screenshot bekommen. Da hat sich... ich gucke sicher jetzt mal nochmal nach, wer es war, bevor ich es baue. Ich meine, ich habe den Namen, aber es wäre mir jetzt echt unangenehm, wenn ich mich im Namen irre. Und sich da jemand Mühe gemacht hat und... Ich nenne dann einen falschen. Ich muss da mal eben rüber, es geht ja nicht anders. Die hören ja nicht auf. Oder ich lasse die einfach mal schreien. Okay, irgendwo ist hier noch einer. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Bin ich... Oh, das ist gut. Jawohl, bei 1000 Schuss, die ich habe, ist es, glaube ich, auch egal, ne? Ja, hatte mich keiner gesehen und dann geschrien anscheinend. Oder nicht zweimal geschrien. Und das Schreien, wenn sie mich noch nicht gesehen haben, das zählt nicht. So war ja die Vermutung ursprünglich mal. Okay. Sieht das aus, als würde hier was wachsen. Kann ich noch gar nicht genau sagen.
So, okay, das ist aufgewertet. Als nächstes würde bei mir anstehen, am Dach was zu machen. Und zwar wollte ich, da ist Metall. Ach, die habe ich schon. Okay. Gut. Das mit dem Rebars, das ist lustig. Man kann durch die Würfel nicht durchschießen. Aber man kann durch die Schrägen durchschießen. Das finde ich persönlich total merkwürdig. Und das kann ich überhaupt nicht. Ich finde das wirklich schräg, dass das geht. Na komm. Okay, nee, kann man wirklich nur so ransitzen. Gut, dann machen wir das mal. Dann nehmen wir den weg, packen den ran. So, mit den Ecken muss ich mir was einfallen lassen. Das würde wohl halten, wenn ich den jetzt wegnehme. So. Da habe ich nämlich auch ein... Okay, schwierig. Auch ein Screenshot bekommen. Und zwar, was mich da ja gestört hatte, war... dass ich mit diesen Dingern hier mit den, dass es mit den Rundungen halt nicht so schön ist. Das geht auch nicht wirklich anders. Aber man kann halt versuchen, eine eckige Plattform daraus zu machen. Dann steht das halt sehr weit über. Ich bin mal gespannt, ob das dann noch trägt oder ob ich da irgendwie ein Stabilitätsproblem kriegen werde. Aber Iron Bars, ne? Oh, 40. Jawohl, so viel werde ich wahrscheinlich auch brauchen, denke ich mir. Aber das dauert jetzt eine ganze Weile, ne? Echt, jetzt 5 Minuten? Moment, wie viel stellt der mir denn immer her, wenn er dann... Weil der Balken schon so weit ist. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die Iron Bars so etwas sind, was ich dann vielleicht mal... nachts mache. Shit. Das war ja klar. Das war ja klar, dass mir das passiert. Ja, ist ja gut. So. Komme ich hier schon? Ja gut, wenigstens komme ich so rein. Gut. Ja, im Wesentlichen ist die Folge nämlich jetzt auch schon wieder um. Ich würde sagen, das dauert jetzt sehr lange. Ich muss mal gucken. Gut, ich habe aber ein paar Rebars und ich habe auch Rampen. Ich würde jetzt mal draußen anfangen. Schon mal die... Da oben sind die drin. Schon mal die Rebars zu setzen. Und mal gucken. So. Und in der nächsten Nacht werde ich wahrscheinlich dann doch hier eben alleine bleiben und craften. Einfach, weil ihr seht, das wird hier doch ein bisschen länger dauern, um das alles fertig zu machen. Jetzt muss man schauen, wo ich meine Mauer hinsetze. Ob ich die direkt hier dran setze oder nicht. Weiß ich gar nicht genau, wo ich die hinsetzen will. Allzu weit weg wollte ich sie jetzt nicht machen, weil ich würde dieses ganze Terrain nicht so riesig groß haben, dieses Areal. Aber ich quassel mich schon wieder fest und deshalb beende ich die Folge jetzt erstmal. Ich sag, die nächsten 2-3 Folgen werden sich überwiegend mit Bauen beschäftigen, aber das muss ja auch sein. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch draus machen können, weil ich glaube ernsthaft, dass wir vielleicht doch nochmal eine Nachthorde bekommen vor der Alpha 11. Da muss man mit rechnen. Okay, bis dann. Tschüss.